Kann man mich schon hören? Bin ich schon drauf? Ich sage Nein zu Sesselklebern und da steht die ganze Partei geschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes geschlossen, hinter mir, bis auf Hans-Peter Doskozil, der sollte von Ihnen aus rechts hinten stehen. Er ist leider nicht da und ich weiß, Hans-Peter, du schaust mir zu und ich weiß, du warst es, der den Sesselkleber auf das Mikrofon geschmiert hat. Das ist im doppelten Sinne des Wortes ätzend. Ich bitte jetzt um das Gegenmittel, das sage ich als Ärztin. Ja, danke, sehr interessant. Diese SPÖ-Interna wollen wir aber nicht wissen. Ich habe eine Frage. Misstrauensantrag gegen Ex-Kanzler Kurz, das war doch nur Rache, oder? War das was anderes? Nein, denn Rache ist bekanntlich süß und als Ärztin kann ich von Süßigkeiten nur abraten. Dem Ex-Kanzler Kurz möchte ich anraten, sich gebührend zu verabschieden in Brüssel. Und jetzt bitte das Gegenmittel, aber schnell. Die Hände tun echt schon weh jetzt. Ja, da ein kleiner Tipp vielleicht von mir. Einfach kurz und schmerzlos entfernen. Aua! Na, ich habe nicht das Mikrofon gemeint. Hallo. Ja, ich denke, es gebührt der Anstand, dass ich mich jetzt in aller Form hier verabschiede von meinen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. Ich habe auf eigene Kosten diese Reise bezahlt. Auf Wiedersehen. Ne? Ja, und Sie sehen auch, Jean-Claude Juncker hofft, dass er mich wieder sieht. Daran sieht man, wie beliebt ich hier bin. Und ich werde jetzt diese traurige Abschiedstour gleich machen. Alle werden sehr traurig sein. Lansky, wir müssen durch das tiefe Tal der Tränen. Ja, seit meiner Geburt gehe ich durch dieses Tal. So, es tut mir leid. Sie werden mich vermissen, gell? Ja. So, Sie werden mich... Nein, okay. Furchtbar, was passiert ist. Furchtbar, was passiert ist. In Italien. Mann aus Italien. Erklär mir. Fall Salvini. Erklär mir. Fall Salvini soll ich erklären. Also ja. Kommt er von Salvinus, ist entweder Genitiv Singular oder Nominativ Plural. Salvini. Ich will wissen, politischer Fall Salvini. Ah, ne? Was ist? Bist du traurig? Was machst du noch da? Warum bist du, noch hier? Leider, so arg, oder? Genau. Victor, hast du gehört, was mir passiert ist? Genau. Können wir Freunde bleiben? Österreich interessiert mich nicht mehr. So, wir sind nun in diesem Moment angekommen, der traurige Moment, wo wir hier noch ein letztes Mal alle versammelt sitzen. Aber jetzt wird es Zeit, auch wenn wir harte, chaotische Tage hinter uns haben, es wird Zeit, ganz einfach den Stuhl jetzt leer zu lassen. Und wir werden dich vermissen, Theresa May. Ich war zu ergriffen. Ich habe rausgehen müssen. Sie tut mir alles so leid, weil Sie sich von mir verabschieden müssen. Aber ich werde ein Abschiedsgeschenk überreichen. Sie ist schon unterwegs, ist schon am Weg. Jetzt erst recht, jetzt erst recht. Ich bin wieder da. Eine typisch österreichische Karriere. Erst Küssel, dann Brüssel. Vielen Dank, die Herren.